Grüße euch zum 2. Dezember 2016 zu den Tageskarten. Kommen wir erst hier zu den Krafttierkarten der Woche. Alles ist vorbereitet. Ich muss es jetzt nur noch tun. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich gehe würdevoll und mit Respekt meinen spirituellen Weg, meinen Weg der Liebe und des Herzens. Okay, kommen wir zur ersten Tarotkarte des heutigen Tages. Hier haben wir den Bube der Kelche. Kommt einem auch so ein bisschen vor wie ein Narr. Was? Nur mit der Mütze hier. Damit wir auch schon bei der definitorischen Bedeutung des Paarschen der Kelche. Er steht für einen jungen, künstlerisch begabten Mann, der mit großem Interesse versucht, noch mehr Wissen zu erlangen, um dies mit seiner Kreativität zu verbinden und es sich so zu Nutze zu machen. Er bemüht sich stets darum, sich nicht nur Halbwissen anzueignen, sondern fundierte Kenntnisse. Wenn man ihn um Rat fragt, kann man sicher sein, dass man von ihm eine ehrliche, kompetente Antwort erhält. Na, das ist doch schon mal von Vorteil, ne? Das ist doch nicht schlecht. Eine Antwort zu halten? Na, super. Und die zweite Tarotkarte haben wir ein Trumpf. Der Wagen. Divinatorische Bedeutung dieser Karte ist also in erster Linie, wie schon zuvor erwähnt, der Sieg. Damit kann durchaus auch ein großer Sieg oder Erfolg gemeint sein. Wichtig ist dabei, dass derjenige, bei dem diese Karte auftaucht, diesen Erfolg aus eigener Kraft errungen hat und erringen wird. Wichtiges Hilfsmittel war dabei der starke Wille des Menschen. Ohne diesen Willen wäre ein solcher Erfolg nicht möglich gewesen. Super. Ja, mein Lenol-Schnitt, gedruckt mit Regina Tegeldruck-Schnellpresse von 1903 und gedruckt, also das Bild trägt den Titel Die Kerze und wurde von mir 2005 im Druckereimuseum gedruckt. Okay, so viel zur Werbung. Ich finde die richtig schön, diese Karten. So, kommen wir zum Hexengeister-Orakel. Eine. Eine liebliche Fee sitzt an einem strahlenden Sommertag am Fuße eines Feenhügels. Die Interpretation: Wenn die Fee eine aufrecht in ihren Karten erscheint, so verspricht sie Harmonie, neue romantische Beziehungen, Ehe, gegenseitige Verpflichtungen, Freundschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit. Mit einer arbeiten.
Der Name eine bedeutet Helligkeit, Hitze oder Geschwindigkeit und ist mit dem lateinischen Wort ignis für Feuer verwandt. Eines Fest wird in der Sommersonnenwendnacht gefeiert. Ein Fackelzug wird von jungen Frauen rings um ihren Hügel geführt und an einem Freudenfeuer wird eine Nachtwache bis zum frühen Morgen abgehalten. Dieses Fest feiert den Höhepunkt in der Kraftentfaltung der Sonne. Die Bauern trugen Fackeln aus Stroh rings um Knockeine, verteilte sich dann über die Felder und Weiden und zeigte den Fackeln auf ihr Vieh und ihre Feldfrüchte. Auf diese Weise wollten sie dem Reichtum spendenden Segen der Sonne anziehen. Entzündeten sie in der Mitsommernacht eine Kerze im Namen von Eine und tragen sie sie auf ihrem Grundstück umher, um ihren Segen zu beschwören. Mädesüß ist Eines heilige Pflanze und kann auch den Kontakt zu ihr herstellen. Die getrockneten Blüten kann man als Weihrauch verwenden, die frischen Blüten in Girlanden und Sträußen als Schmuck und Verzierung, Salben sie in der Mitsommernacht ihre Stirn und Unterarme mit dem ätherischen Öl dieser Pflanze und rufen sie dabei eine an. Eines Mädesüßöl füllen sie Mädesüßblüten locker in ein Gefäß und fügen so viel Pflanzenöl hinzu, dass sie eben bedeckt sind. Lassen Sie das Gefäß an einem warmen Ort stehen und schütteln Sie es 2 Wochen lang täglich. Seihen Sie die Blüten ab und füllen Sie das Öl in ein Fläschchen. Okay, kommen wir zur Chakrakarte. Oh, der Amethyst, ne? Violett. All mein Tun und Lassen trägt zur Entfaltung von Wahrheit, Liebe und Erkenntnis bei. Bedeutung: Die drei genannten Qualitäten sind die Essenz jeder ersten zunehmenden spirituellen Lehre und jeder ganzheitlichen Heilung. Entscheidest du dich bewusst dafür, mit deinem Handeln diese drei grundlegenden Fähigkeiten zu fördern, trägst du den Willen der Schöpferkraft in die Welt hinaus. Es wird nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung auch zu dir zurückkommen und dir selbst helfen. Versuche, indem du dich mit der Bedeutung dieser drei spirituellen Qualitäten auseinandersetzt, einen Sinn für sie zu entwickeln. Denn der Verstand allein ist nur selten in der Lage, sie wahrzunehmen. Heilstein, Kunzit, Duftessenz, Oregano und Bachblüte, Water Violet and Red Chestnut. Zusammen. Okay. Kommen wir zur Liebeskarte, ne? Die Geborgenheit. Fühlen Sie sich in Ihrer Beziehung geborgen? Ein Zeichen dafür wäre, dass Sie und Ihr Partner über Ihre Ängste, Ihren Schmerz und Ihre dunklen Geheimnisse reden können. Alle Hoffnungen, Sehnsüchte, selbst die wildesten Träume können in einer Atmosphäre von Geborgenheit frei ausgesprochen werden.
Diese Karte fordert Sie auf, Ihrem Partner zu sagen, was Sie brauchen, um sich öffnen zu können. Zum Beispiel sollten Sie vereinbaren, dass alles, was gesagt wird, vertraulich bleibt und dass Sie keine der Informationen gegeneinander verwenden werden. Wichtig ist auch, sich nicht zu verurteilen. Geben Sie sich gegenseitig die Erlaubnis, alle Gefühle zu fühlen und alle Bedürfnisse auszusprechen. Und geben Sie sich Zeit, um Vertrauen zu entwickeln. Und die Chaoskarte möchte euch sagen, schreibt heute euren eigenen Text. Hier sind leider die Zeilen leer. Okay, und die spirituelle Geldbewusstseinskarte. Ich kenne meine Größe und ich ehre meinen Wert. Alles klar. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag und einen super Start ins neue Wochenende. Ne? Jetzt habe ich doch glatt die Amors Botschaft vergessen. Na da, hier. Wirf all deine Bedenken über Bord. Lass dich in meine Arme sinken. Tschüss.